Sie bieten mit Vision Apartments erfolgreich Wohnen auf Zeit an in Großstädten. Profitieren Sie vom Dichtestress? Ich denke, in Großstädten, da ist die Dichte einfach schon gegeben. Also wir profitieren nicht eigentlich von dem, sondern wir profitieren davon, dass da ein Bedürfnis an Serviceleistungen vorherrscht. Und das decken wir ab. Wo sehen Sie doch sinnvolle Wohnformen, jetzt auch in Zukunft vielleicht? Dass man zum Beispiel weitergeht, dass man dann auch noch Gastro-Möglichkeiten anbieten würde und weitere Service-Dienstleistungen, die aber dann nicht für einen Einzelnen sind, sondern wo die auch Familien in Anspruch nehmen könnten. Also wie eine gemeinsame Küche? Zum Beispiel ein gemeinsamer Essraum, wo dann die Familien sich treffen und so muss schon niemand mehr kochen und einkaufen.